Hallo und herzlich willkommen am heutigen Mittwoch zu einem neuen Trading-Tipp. Unsere Empfehlung heute ist Hugo Boss. Der Modekonzern profitiert heute einerseits davon, dass die Zara-Mutter Inditex starke Zahlen vorgelegt hat. Zudem hat die UBS die Aktie neu in die Bewertung aufgenommen, hat sie mit einer Kaufempfehlung und 87 Euro als Kursziel gestartet. Die UBS sieht bei Hugo Boss vor allem viel Margenpotenzial, sieht die neue Strategie des Konzerns erst am Anfang und sieht hier noch viel Luft nach oben. Und damit könnte jetzt auch charttechnisch neuer Schwung hereinkommen. Die Hugo Boss Aktie ist heute bereits stark in den Handel gestartet und hat damit den jüngsten Abwärtskorrekturtrend nach oben verlassen. Wir rechnen jetzt damit, dass auch der Seitwärtstrend, der sich seit April ausgebildet hat, nach oben verlassen werden könnte. Obere Begrenzung dieses Trends ist etwa bei 70 Euro. Aktuell sind wir knapp über 67 Euro. Und sollte der Sprung daraus nach oben gelingen, rechnen wir durchaus damit, dass Kurse 75 bis 80 Euro bei der Aktie realistisch sind. Das sind rund 12 bis 20%, etwa 15 bis 20%, wie gesagt, sehen wir auf jeden Fall kurzfristig hier. Und wer das Ganze etwas spekulativer mag, der greift wie gewohnt zu einem Hebelprodukt. Ein Factor Long unseres Partners Morgan Stanley notiert aktuell bei 10,57 € Factor 3 und geht unser Szenario auf, dürfte dieser Schein bis in den Bereich 16, 17 Euro klettern. Absichern würde ich die Position mit einem Stopp bei 9 Euro, um davor abgesichert zu sein, falls sich die Hugo Boss Aktie doch nach unten bewegt, aus dem Seitwärtstrend nach unten herausfallen sollte. Blicken wir jetzt noch einmal auch auf die Empfehlung von gestern. Das war eine Short-Empfehlung auf HelloFresh und die ist durchaus stark angelaufen. Wir sehen es, HelloFresh seit einigen Tagen deutlich auf dem Weg nach unten, von 22 auf unter 19 Euro gefallen innerhalb kürzester Zeit. Und wir halten es durchaus für realistisch, dass auch die Tiefs vom März knapp unterhalb der 16-Euro-Marke noch einmal getestet werden könnten, da einfach die Wachstumserwartungen an HelloFresh nach dem Corona-Boom zu hoch waren, die Bewertung noch immer zu hoch ist und hier eine weitere Korrektur anstehen könnte. Blicken wir jetzt mal auf das Produkt und da sehen wir, es ist gut angelaufen. Gestern Empfehlungskurs 10,25 €, aktuell 11,20 €. Wir gehen davon aus, dass hier noch deutlich Luft nach oben besteht, würden die Gewinne deshalb weiter laufen lassen. Den Stopp würde ich jetzt allerdings nachziehen, würde ich auf Empfehlungskurs nachziehen, 10,25 €, um einfach zu verhindern, dass man hier noch einmal in die Verlustzone rutscht. Ich wünsche Ihnen entsprechend jetzt mit beiden Produkten viel Erfolg. Gute Kurse. Morgen legen wir hier in Bayern feiertagsbedingt eine Pause ein. Auch am Freitag am Brückentag machen wir eine Pause. Erst in der kommenden Woche sehen wir uns dann wieder, wenn es neue Trading-Tipps für Sie gibt. Bis dahin.